Hallo, hier ist Lia2004 mit einem neuen Video. Heute sprechen wir mal über ein paar Transfergerüchte, da jetzt ja die Hinrunde offiziell zu Ende ist. Der letzte Spieltag ist gespielt und ich freue mich sehr, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe einen Gast und zwar den Nico. Ich würde sagen, am besten stellst du dich einmal selber vor. Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid auf dem Kanal von Lia. Ich freue mich auch hier zu sein. Heute sprechen wir ein bisschen über Transfer-News. Hatten gerade eben schon ein cooles Gespräch bei mir auf dem Zweitkanal. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt hier Gast zu sein. Ich hab Bock. Ich freue mich auch und ich würde sagen, wenn wir über Transfers sprechen, dann fangen wir, glaube ich, an mit der heißesten Personalie der Bundesliga. Erling Haaland, was wird da gehen? Wird er den Verein wechseln? Wird er vielleicht sogar innerhalb der Bundesliga wechseln? Oder bleibt er beim BVB? Was ist deine Einschätzung? Ja, also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn Haaland in der Bundesliga wechselt, dann ja sowieso nur zu Bayern, alles andere wäre ja Quatsch mit Soße. Aber ich finde, also nur mal so vom Spielertyp Erling Haaland, ist das eigentlich für mich auch kein Spieler, der in die spanische Liga sollte, sondern wenn dann eigentlich Premier League, dieses Körperbetonte, das kann er, glaube ich, voll ab. Also bei dem Premier League Spitzenclub würde ich den sehen. Oder eben bei Bayern. Oder eben, und da ist dann halt so wieder das Ding, ne, bei irgendeinem Geldverein, wenn sie es schaffen, ihn zu überzeugen. Heißt Paris als Beispiel, wäre dann eventuell ein Kandidat, wo ja Mbappé wahrscheinlich zu Real gehen wird. Vielleicht klinken die sich da nochmal ein, das ist natürlich auch immer schwierig zu sagen. Aber prinzipiell ist es eigentlich Bundesliga-technisch, wäre das am besten, wenn Haaland zu Bayern geht, damit er eben der Bundesliga erhalten bleibt. Das ist ein fantastischer Spieler. Wo siehst du ihn am ehesten? Ich kann das eigentlich nur genauso sagen wie du. Ich predige in meinen Streams jedes Mal, dass Haaland definitiv für mich nicht nach Spanien gehört. Und eigentlich kann ich ihn auch nur, wenn ich Haaland weiterhin als ein richtig, weil auch als Bayern-Fan muss man dazugeben, das ist ein arschgeiler Spieler, der Erling Haaland. Ja. Wenn man den weiterhin als so einen geilen Spieler verfolgen will, muss er halt nach England gehen eigentlich oder zu den Bayern. Obwohl ich ihn auch beim FC Bayern, weiß ich nicht, Bayern hat natürlich nicht so ein körperbetontes Spiel vorne, sondern setzt ja auch flinke Außenspieler, flinke Stürmer. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB, egal was da an Geld geboten wird, eigentlich nochmal so einen Fehler macht und so einen Top-Schwimmer zu dem direkten Konkurrenten schickt. Premier League allerdings würde ich sehr, sehr interessant finden, irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde Haaland zu Liverpool, das hätte einfach irgendwas Geiles. Ich weiß auch nicht warum, das ist einfach so eine Verbindung in meinem Kopf, die ich echt wild finden würde. Ja. Und ja, Geldclub, also. Ich fand Messi immer richtig geil, Messi Goat, aber jetzt, dass er zu Paris gegangen ist, da bin ich sowas von überhaupt kein Fan von, auch wenn Mbappé geht. Also, soll er von mir aus beim BVB bleiben und den Bayern weiter Konkurrenz machen, aber bitte nicht zu Paris. Bitte, bitte nicht zu Paris. Das Problem ist, dieses Haltenbleiben, da fängt das ja schon an. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der BVB den so lange noch halten kann überhaupt, weil das ist ja. Also der hat ja auch jetzt schon einen Marktwert, das ist ja auch einfach finanziell von der Struktur her, was kriegst du da an Kohle, ne? Für so einen Spieler. Das ist ein Wahnsinnsspieler, das haben wir ganz, ganz selten überhaupt in der Bundesliga, dass so jemand so auch dann doch noch so lange da ist. Eigentlich ist es ja wirklich so, da reicht es, wenn die ein halbes Jahr so gut spielen, dann gehen die weg. Aber Haaland ist eine absolute Rakete und ich gebe dir recht mit Lewandowski, da wird Dortmund das mit Sicherheit auch so in Betracht ziehen, dass man sagt, okay gut, Lever haben wir auch schon. Ich persönlich sehe das aber nicht so wie jetzt Rummenigge, der ja auch das gesagt hat mit dem Spielstil, er weiß nicht, ob der auch Haaland so passen würde. Ich glaube schon, dass Haaland passen würde, weil ich glaube, egal in welcher Mannschaft Haaland ist, Haaland macht diese Mannschaft so oder so besser. Er bringt ein ganz anderes Stürmerspiel rein. So, und in das Spielstil von Bayern, glaube ich, passt er rein, weil diese flinken Außen füttern den Spieler vorne drinnen. Das wird Haaland auch so können. Nur, dass der halt nochmal eine andere Bewegungsfreiheit da mit reinbringt, sage ich mal. Klar, ein bisschen anders als Lewandowski, ne? Aber zukunftsorientiert, wenn du Haaland hast, dann hast du eigentlich wieder 10 Jahre Ruhe, auf gut Deutsch, ne? So, auf der anderen Seite die Frage, Lewandowski, was sagst du? Glaubst du dran, dass man sagt, okay, neuer Vertrag und der unterschreibt, bleibt noch länger oder nimmt der jetzt die Auslandserfahrung, die ja auch immer wieder mal angedeutet worden ist? Also ich glaube einfach nicht dran. Viele, wenn ich das in meinen Streams bespreche, meinen ja auch viele, dass der nochmal verlängern wird. Der aktuelle Vertrag von Robert Lewandowski geht, weiß ich nicht, ich glaube bis 2023, ne? Ich glaube mal kurz nachgucken, wo man hier Lewandowski. Der Vertrag läuft bis 2023. Ja. Also ich glaube nicht, dass er darüber hinaus nochmal verlängert wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, der ist jetzt, ist er 33 und dann in 2 Jahren ist er halt dementsprechend dann irgendwie 35.
Muss ja nicht unbedingt heißen, dass er dann schlechter ist, aber ich glaube einfach nicht, dass er. Der hat jetzt eine extrem starke oder ein starkes Jahr und davor auch die Saison noch in 2019 war ja einfach brutal stark. Dieses Jahr oder diese Saison sieht es ja auch schon wieder echt gut aus. Ich glaube nicht, dass er jetzt in dem nächsten Jahr, also 2022, 2023, da dann noch so stark spielen wird. Ich glaube, dass er dann in der Saison definitiv ja, einen Leistungsabfall verzeichnen wird. Und ja, ich persönlich. Ich meine, Lewandowski rettet die Bayern oft genug, ist ein geiler Spieler, aber ich bin einfach kein so ein großer Fan von ihm, dass es mir jetzt von der Fan-Spieler-Bindung her, sage ich mal, nicht so wehtun würde. Und wenn der FC Bayern sich dann nach einem jüngeren Stürmer umsieht, habe ich gar kein Problem mit. Also für mich bleibt es auch dabei, wenn Bayern da sagt, okay, wir wollen mit Lewandowski nicht diese weiteren Schritte noch gehen oder wollen da auch einfach ein neues Gesicht der Mannschaft geben, womit man ja auch wirklich mit Haaland absolut Volltreffer machen würde. Dann bleibt da auch nur Haaland. Ich kann mir auch keinen anderen Stürmer vorstellen, wo man sagt, okay, den holt man jetzt und da hast du dann auch Ruhe, weil das ja auch immer, eigentlich ist das ja auch so ein Bayern-Ding. Die holen einen Spieler für eine Position und auf der Position ist der dann safe. Also die sichert der dann ab. So wie die Flügelzange, ewig lange Arjen Robben, Ribéry war, da kam niemand dran vorbei. Da kam aber auch niemand auf die Idee zu sagen, okay, gut, wir lösen die jetzt voll, also ab oder bauen da jemanden auf. Dann hat er immer nur Alternativen. Okay, wenn die mal verletzt sind, dann spielt der. So, Coman, den bauen wir auf, dass der jetzt sich so gut entwickelt hat, ist ein super Pluspunkt für die Bayern, ganz klar. Ne? Aber die Anfänge von ihm waren einfach nur als Sub, also reinbringen oder halt, wenn jemand verletzt ist. Das war ja der Ursprung von Coman. Ne? Und ebenso ist es ja auch, Beispiel jetzt Neuer im Tor, dann hast du den Neuer, der ist dann gesetzt. So, ne? Und das ist ja die Philosophie dabei, das wäre dann eigentlich nur bei Haaland. Da weißt du wirklich, jeder würde dir Brief und Siegel drauf geben, 10 Jahre Ruhe. Da brauchst du keine Gedanken machen. Ne? 21 ist der, glaube ich, oder 22. Da hört es ja auch dann auf. Ne? Ja. Obwohl ich finde, irgendwie das passt nicht so zu den Bayern, so ein, weil Haaland ist jetzt ja, kannst du ja sagen, was du willst, ist ja wirklich ein Weltstar. Und wenn Ja. das jetzt mal vergleichst, sagen wir mal mit Leroy Sané, da habe ich das Gefühl, der war vorher ein Topspieler, aber noch kein Weltstar. Und der wird da jetzt mit, na gut, jetzt auch den seit dieser Saison erst eigentlich wirklich richtig, also nicht eigentlich, brutal starken Leistung, wird er da zu so einem neuen Star. Und Coman weiß man nicht, wie lange man den hält. Und dann hast du jetzt nach. Wie lange war es? Ich glaube, 8 Jahre Rip und Rob auf links und rechts außen. Dann hast du jetzt Gnabry und Sané. Ja. Und da passt es für mich irgendwie nicht, da einen Weltstar wie Haaland reinzustellen. Ich weiß auch nicht warum. Das funktioniert schon wieder in meinem Kopf einfach irgendwie nicht. Ist ja auch, ich bin gespannt, was ihr da draußen vor allen Dingen sagen würdet. Was könnt ihr gerne mal unten auch reinschreiben, wie ihr das so sehen würdet. Ich fände es brutal, dieses Dreieck vorne, Gnabry, Sané und Haaland. Dann in Verknüpfung mit Coman dahinter noch. Also wäre für mich so als Außenstehender ganz, ganz brutal, ganz verrückte Welt auch, wenn man so von den Namen allein mal. Ich gebe dir recht, dass Bayern ist ja auch eigentlich nicht so dafür bekannt, jetzt den krassen Namen zu holen, also der jetzt so weltmäßig auch bekannt ist. Haaland wird weltweit von jedem Top-Club gerade gejagt, völlig zu Recht, aber auch, muss man dazu sagen. Sané muss aber auch überlegen, in seiner Primetime in Manchester City, da wurde er auch brutal abgefeiert. Ne? Alle wollten den und da kam dann damals die Frage, warum spielt der nicht bei den Bayern? Weil halt Deutscher, ne? Und die besten deutschen Spieler spielen nun mal eigentlich auch für Bayern oder gehen dann von Bayern. Ne? So, bei Sané war halt beides nicht. Jetzt ist er bei den Bayern und das ja jetzt in der, also jetzt diese Saison ist ja super im Vergleich zu davor, hat er ja alle Kritiker verstummen lassen, sage ich mal. Davor konnte ich den. Ich habe also. Ich fand den geil, als er zu Bayern gekommen ist, und hat er immer schlechter gespielt und dann noch die Kacke-EM. Ich dachte, ich habe den Typen. Also wirklich, ich habe den gehasst. Jedes Mal, wenn er in der Stelle stand, dachte ich mir, was für das. Und dann hat er nach der EM Testspiel. Da waren die ersten EM-Fahrer wieder da. Da waren er, Lewandowski war dabei, Hernandez, also so ein paar wieder. Aber Müller hat noch gefehlt, Neuer, Kimmich, Goretzka, so die eigentlichen Stars, sage ich mal, außer Lewandowski, der Mannschaft, haben gefehlt. Und dann hat er sich auf einmal den Arsch aufgerissen in so einem Testspiel gegen Ajax Amsterdam. 45 Minuten hat er gespielt und er hat mich vom Hocker gehauen. Und seitdem, ich bin wirklich vom Kritiker zu einem riesen Fan geworden auch. Ich bin da mal gespannt, was da gehen wird. Ich finde allgemein, das wird ein interessanter Transfer-Sommer werden, denn weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin mal gespannt, ob er verlängert, lange noch bleibt. Konkurrenz von Bayern, Leipzig, Nkunku. Nkunku hat, glaube ich, auch alle Lichter so ein Stück weit auf sich geworfen in dem Laufe der Saison. Der kann ja
Ist ja eigentlich egal, wo du ihn hinschmeißt im Mittelfeld. Also ob der jetzt als Sechser, Achter, Zehner, linker Flügel, rechter Flügel, hängende Spitze, der macht dir das, wo du den hinstellst. Also das ist ein, ja, in dem Sinne schon irgendwo ein Stück weit auch Ausnahmetalent, weil das so einfach, das kann nicht jeder, ne? Jetzt beispielsweise Haaland ist ein super Stürmer, den kannst du aber nicht auf einmal auf die Acht packen als Beispiel, ne? Und Kuku kannst du ohne Probleme. Also der kann einfach so viele Löcher stopfen, ist ein Allrounder. Und da gibt es ja auch dieses kleinere Gerücht, weil man halt eben gesagt hat, okay, Sabitzer ist ja nun mal auch zu den Bayern gegangen. Ist ein Nkunku auch ein Kandidat oder wäre ein Nkunku für die Zukunft auch ein Kandidat bei den Bayern? Oder ist er für ihn so dann der nächste Step, Beispiel Premier League oder vielleicht auch wieder Paris? Man weiß es nicht. Was sagst du? Also, ich persönlich muss sagen, es gibt jetzt so drei Bundesligaspieler, ich hole mal ein bisschen weiter aus, drei Bundesligaspieler, die jetzt keine Bayern-Spieler sind, die ich extrem feiere. Nummer eins ist Nkunku, dann Riedle Baku, war einfach absolut geil, und Steffen Tigges, weil er halt, der ist auf meine Schule gegangen, der hat im gleichen Verein wie ich gespielt. Ach Er war cool. sogar mein Co-Trainer. Also, das sind drei Spieler, die ich feiere. Nkunku, absolut, absolut kranker Typ. Ich fand, ich, keine Ahnung, immer wenn ich Leipzig geguckt habe, dann bin ich, habe ich auf ihn geachtet. Ding ist beim FC Bayern, ich würde ihn da halt auf dieser Zehner-Position sehen, weil jetzt ja, ne, Coman, Serge und Serge Gnabry und Leroy Sané so rum, ja, diese Außenposition recht festgemacht haben. Und dann Stürmer fraglich, und dann hat man halt noch eben für die Zehn aktuell Thomas Müller und dir hoffentlich für die Zukunft einen angehenden Star mit Jamal Musiala. Bei dem man jetzt ja auch gesehen hat, dass er das im Prinzip ähnlich machen kann. Der hat Musiala ja eigentlich immer auf der 10 Einsatzzeiten bekommen. Ab und zu mal auf links, rechts, außen geschoben. Und jetzt ja wirklich auf einer, naja, sagen wir mal, auf einer 8, einem sehr offensiven Sechser. Deswegen ist das fraglich, und ich glaube einfach, dass trotz irgendwie Co-Trainer und Trainer und jetzt auch noch Kapitän von Leipzig zum FC Bayern gegangen sind, glaube ich, da bin ich da mal, sagen wir mal, realistisch und sehe, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Kunku zu Bayern geht, obwohl ich es extrem feiern würde. Ja, ich glaube, also verstärkungstechnisch wäre das ein Hit, ne? Ich kann mir aber auch eben wirklich sehr gut vorstellen, dass ein Kuku über kurz oder lang ins Ausland gehen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so speziell in der Premier League jetzt sehen würde. Finanziell klar, aber vom Spielstil wäre ich tatsächlich vielleicht eher dann, weil er halt eben auch Franzose ist, kann ich mir vorstellen, dass Paris zumindest ein Thema wird. Und wo ich ihn sehr sehen würde, irgendwie wäre in der italienischen Liga. Da könnte ich mir ihn auch sehr, sehr gut vorstellen, weil er halt auch ein Spieler ist, der eben viele Positionen abdeckt. Und ich glaube, dass der in Italien da sehr gefeiert werden würde für. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wohin die Reise bei ihm gehen wird. Wen du aber gerade angesprochen hast, wen ich sehr, sehr interessant finde und vor allen Dingen auch die Konstellation, die dahinter steckt, ist Baku. Denn eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, hat Bayern schon länger keinen nominellen Rechtsverteidiger, klar, er spielt jetzt weiter vorne, aber nominell Rechtsverteidiger mehr geholt oder gehabt. Eigentlich, Kimmich war ja so ein, ja, hat man halt mal rechts gespielt, aber eigentlich hat er immer seine Stärken im Zentralen gehabt. Ist ja auch ein Sechser, also das ist ein super zentraler Mittelfeldspieler, aber auf Rechtsverteidiger brauchst du den nicht, weil das halt auch einfach, da bist du ja auch viel zu offensiv. Ich habe mal damals bei der WM oder EM war das. Gab es so ein Spiel, das war absolute Katastrophe, wo Kimmich rechts gespielt hat, wo man dann gesagt hat, das spielst du gefühlt mit einem Mann weniger hinten. Gut, dann hat Bayern das so gemacht, dass Pavard rechts spielt. Macht er auch solide, gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Pavard ist eigentlich ein Innenverteidiger. So, das ist, ich finde auch, wenn du Pavard in die Innenverteidigung tun würdest, wäre das ein sehr schneller, starker Innenverteidiger. Aber als richtiger Rechtsverteidiger, so wie jetzt zum Beispiel Davis links, wäre rechts ein Baku sau interessant. Da wäre auch zum Beispiel jetzt nur mal so rumgesponnen, wenn Bayern in einem 4-2-3-1 spielen würde, in der Viererkette hinten. Ne? Und du spielst rechts mit einem Baku, links mit einem Davis, dann zum Beispiel Hernandez Upamecano in der Innenverteidigung. Also ein Konter nach Geschwindigkeit, die wirst du nicht kriegen. So jetzt, ne, spinnen wir mal rum. Aber ja, wie siehst du das mit Baku? Warum sagst du, schlägt Bayern da nicht auch mal zu oder macht er was? Ich habe tatsächlich im Mai, kurz nach der U21 EM, als ich mich in diesen Typen absolut verliebt habe, ein Video dazu gemacht, wie passend der wäre, weil Pavard, muss ich jetzt sagen, bin ich kein Fan von, aber so fair muss man sein. Besonders in den letzten Wochen hat er einen guten Job gemacht. Ich wäre ein riesen Fan von Riedle Baku. Pavard profitiert eigentlich, also seine ganze Karriere basiert eigentlich nur auf diesem geisteskranken Tor, was er damals bei der WM gegen Argentinien geschossen hat, habe ich das Gefühl. Und der ist halt wirklich
nicht mehr als solide. Ich habe zwischenzeitlich wirklich überlegt, ob man da nicht einfach Bunassar hinstellen könnte. Und der ist ja, Gott weiß, bei den Fans auch überhaupt nicht irgendwie beliebt. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt besonders seit Nagelsmann da ist, spielt Bayern ja oft so, dass quasi ein 4 in den. Also im Spiel ist es dann ein 3-1-6-1. 3-1-6-1, funktioniert das? Nee, 3-1-5-1. Genau. Wo dann der eine Sechser schiebt hoch, Alphonso Davies schiebt noch hoch und dann ist quasi der Linksaußen wie ein zweiter Zehner. Ich glaube, wenn Riedle Baku auch beim FC Bayern wäre, dann könnte man das halt nicht mehr so spielen. Oder man hätte halt irgendwann nur noch eine Zweierkette, weil die beiden Außenverteidiger halt hochrücken, aber der Sechser sich nicht so tief fallen lassen könnte, dass er da in der Abwehr irgendwie ist. Und das ist halt irgendwie auch das, sag ich mal, größte Problem von Kimmich, dass er halt einfach. Also im Spielaufbau hat der Typ hat eine Übersicht, das ist ja krank, das ist ja, da ist er wirklich, wenn nicht sogar vielleicht der Beste der Welt. Da ist er ja sehr stark, aber defensiv, da mangelt es halt, da hat er teilweise halt Mängel. Und deswegen glaube ich, Bayern bräuchte, ich würde mich riesig über Riedle Baku freuen, aber ich glaube einfach nicht, dass es passieren wird, weil das nicht ganz funktionieren würde, weil es zu offensiv dann ist. Ich glaube, dass wenn man von dieser Fünferkette halt weggehen würde, also diese Dreier-Fünferkette weggehen würde und in der Viererkette spielen würde und der Sechser, sowas wie zum Beispiel, was jetzt ja neue Dimensionen aufgezeigt hat, Rocker hat das ja sehr gut interpretiert. Was hat er gemacht? In der Defensivbewegung hat sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Dadurch hat er halt neue Räume geschaffen, auch für Ideen, ne? Und wenn du in der Viererkette startest, mit zum Beispiel Rocker davor und die zwei Achter vor Rocker, dann Goretzka, Kimmich, kann man sich auch gut vorstellen. So wäre das ja nicht, ne? Also so vom Grundgerüst her. Und deswegen habe ich mich auch darauf angespielt. Pavard hat ja erst gestern in einem Interview gesagt, dass er sich auf rechts überhaupt gar nicht wohlfühlt und sich selber viel eher im Zentrum sieht. Was ja auch, das ist, was ich ja, das habe ich auch schon länger auch gesagt. Pavard ist ja auch nun mal eigentlich kein Rechtsverteidiger, also nominell. So, er macht das grundsolide. Ich will den auch gar nicht kritisieren, um Gottes Willen, ne? Aber mir fehlt da irgendwie bei Bayern dieser, das ist jetzt der Rechtsverteidiger, weißt du? So, und der funktioniert ja auch. So wie halt links Davis. Davis fand ich übrigens, by the way, ein mega gigantischer Transfer. Finde ich ein super Hammer, Spieler. Hammer. Also, Ja. der ist ja unter Kovacic damals gekommen, hat dann ja als Offensivmann auch eigentlich, wurde dann irgendwann gegen Ende der Amtszeit von Kovacic auf den linken Verteidiger gestellt und dann unter Flick erst so richtig abgegangen. Also, wenn es dann nicht aus dem nicht so krass wäre, Davis mein unangefochtener Lieblingsspieler beim FC Bayern. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Wir haben ja eben über Topstürmer gesprochen, eine andere interessante Personalie, die immer wieder mit Topclubs in der Bundesliga in Verbindung gebracht wird. Karim Adeyemi, was meinst du? Ich glaube Dortmund. Ich sag's dir ehrlich. Also es liegt auch gar nicht jetzt irgendwie an groß, dass ich jetzt da ihn sympathischer finden würde oder sonst was. Es ist einfach die Tatsache, dass ich glaube, dass eben Haaland gehen wird. So oder so, die Frage ist nur wann. Also nicht die Frage ob, sondern wann. Und Adeyemi ist ein klassischer Dortmund-Transfer. Dortmund setzt extrem auf die Jugend. Denn die über die letzten Jahre haben richtig, richtig geile Jugendspieler geholt. Also wo du sagst, ey, da haben die einfach das Auge für. Jetzt nochmal so ein Beispiel auch mit Bellingham. Dembélé, der damals auch extrem jung kam, die haben einfach ein wirkliches Auge für junge Spieler zu holen und die weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Denn wenn Adeyemi die nächsten Schritte bei Dortmund machen würde, also der kann ja auch unfassbar gut auch für Deutschland werden, jetzt mal auch so gesehen, ne? Das ist ja einer, mit dem muss man in der Zukunft rechnen, eigentlich, im Normalfall, ne? Und ich glaube auch, dass er sich keinen Gefallen tun damit würde, wenn er jetzt eben zu Bayern gehen würde, jetzt gerade im Jetzt-Zustand. Weil Lewandowski, das ist jetzt nämlich eine große Frage. Wenn Lewandowski bleibt, wird er nicht spielen. So, das ist halt schon mal so vorweg, ne? Geht Lewandowski aber, dann ist die große Frage, baut Bayern wirklich dann auf einen 19- oder 18-Jährigen, ich glaube 19 ist er geworden oder wird 19, auf jeden Fall auf so einen jungen Kerl, bauen die dann direkt da drauf? Eher fraglich. Dann nehmen die eher noch einen Plan B oder sonst was mit. Aber die würden nicht einen, wie alt ist er? Hast du gerade nachgeholt? Adeyemi ist 19, aber er wird im Januar wird er schon 20. Ja, aber die würden nicht auf einen 20-Jährigen da vorne so setzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt unser Plan A und auch Plan B, weißt du? Das ist halt so, ja, sehe ich einfach nicht. Ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil du hast es perfekt Ja. gesagt. Ich glaube auch Haaland, die Frage des Haaland-Abgangs, das ist eine Zeitfrage, wann. Beim FC Bayern wird er nicht das sofort ersetzen können. Einen Lewandowski verdrängt schon mal gar nicht. Wahrscheinlich nicht mal großartig eine Chance bekommen. Und dann
das, ich meine, wir haben es, das siehst du oft genug, ne? In jungen Jahren, Jan Fiete Abwehr war jetzt das letzte Paradebeispiel, Wechsel in jungen Jahren mit hohen Ambitionen zum FC Bayern und jetzt, Ja. weiß nicht, ist nichts, ne? Jetzt wissen die meisten gar nicht mehr, wo er spielt. Das muss man ja so Ja. sagen. So, das ist ja bei vielen, die sind ja dann verschwunden. Und deswegen sage ich ja auch, bei Adeyemi wäre das eine Verschwendung, weil er auch gut für Deutschland eben wäre. Ich sage aber eine Sache nicht. Ich glaube nicht, dass man ausschließen kann, dass er irgendwann für Bayern spielt. Nur halt jetzt nicht. So, also da muss man auch ehrlich sein. Beispiel, er würde bei Dortmund zwei, drei krasse Saisons spielen. Mit 23 oder was. Beispiel Lewandowski würde jetzt wirklich noch zwei, drei Jahre bleiben. Und man sucht dann einen Nachfolger. Und Adeyemi hätte sich in der Bundesliga bei Dortmund durchgesetzt. Und wäre da vielleicht auch ein Mann für 20, 25 Tore bei Dortmund gewesen. Natürlich wird Bayern dann den holen wollen. Weil es einfach ein Deutscher wieder ist. Das mag Bayern ja sowieso. Also deutsche Nationalspieler, gehen wir jetzt mal davon aus, ne? Nationalspieler. Deutsche Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben, das ist ja für die wäre das perfekt. Das muss man so sagen. Das wäre der Traum unter anderem. Deswegen, Thema Nationalspieler und guter Stürmer, wurde ja auch immer wieder Timo Werner jetzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ja. Ich meine, damals unter eben Coach Nagelsmann, Julian Nagelsmann, total abgegangen. Dann zu Chelsea gewechselt. Chelsea jetzt Big Rom, Romelu Lukaku im Sturm. Und auch wenn es Timo Werner ist, der ja, ist ja einfach eine Tatsache, viel auch in Deutschland gehatet wurde, vor allem, jetzt geht's ja. Würde ich den trotzdem, den irgendwie schon eher sehen, weil der, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt, 23, 24 wahrscheinlich. Der ist sozusagen ein gestandener Profi, aber eben nicht dieser, ja, 25, nicht dieser teure, super teure Topstar, was wir eben angesprochen hatten, den Bayern nie im Leben holen würde, sondern, also Werner sehe ich schon irgendwie als ein durchaus möglicher Kandidat. Ich will mal kurz eine Sache hier reinbringen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen hier über Transfers allgemein. Wir haben hier alle Transfers über Bayern. Nenn die Folge doch einfach Transfer News Bayern. Ja. Und wenn ihr da draußen sagt, ey, ihr wollt, dass wir in dieser Kombination auch über einen anderen Verein mal oder über Transfer News, zum Beispiel Premier League oder so, reden, dann schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre doch mal eine coole Idee jetzt, weil wir halt, ne, das ist jetzt so auf Bayern. Vielleicht haben die anderen, also vielleicht gibt es ja draußen auch Leute, die sagen, ey, ich bin jetzt hier Dortmund-Fan, also redet mal über Dortmund und deren Transfers, was geht da alles? Aber ich will natürlich auf deine Frage auch antworten. Timo Werner, ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn er wieder in Deutschland spielen würde. Und ich glaube auch sogar, dass Timo Werner auch einer von den Kandidaten ist, wo wir gerade eben drüber gesprochen hatten, mal, wenn man ja sagt, okay, du willst länger Ruhe haben, Erling Haaland ist da für mich immer noch die Eins, wenn du wirklich auf Langzeit Ruhe haben willst. Aber danach wäre zum Beispiel Timo Werner einer, der halt sich sowohl in der Bundesliga schon gezeigt hat, als auch in der Premier League auch nochmal was für den Körper getan hat, also eine andere Spielweise erfahren durfte. Ich glaube auch, dass er in Deutschland jetzt lange, lange nicht mehr so schnell fallen würde, wie er damals mal gefallen ist. Das ist einfach, ich meine, die eigentliche Härte hat er jetzt zu spielen bekommen, so, das kann man ja klar so sagen. Und wenn es eine Sache gibt, die Werner absolut kann, dann sein Tempo halt absolut reinsetzen. Ja, also der gibt halt dem Spiel einen ganz anderen Stempel. Da sehe ich aber allerdings auch dann wieder das Problem, genau bei diesem Fakt. Timo Werner ist eigentlich ein Spieler, der absolut aufgeht, wenn eine gegnerische Mannschaft mitspielt, wenn du in diese Gegenbewegung reinkommst und dann schnell nach vorne gehst. So, das Problem ist nur, Timo Werner ist auch jemand, der die Sachen nicht bei der ersten Gelegenheit macht. So, der braucht halt mehrere Chancen und kommt auch oft über den Flügel. Bei den Bayern sind die Bewegungsabläufe aber relativ klar. Da lässt er sich nicht sonderlich auf den Flügel fallen. Da müsste er vorne drinne und die Dinge halt machen. Das ist die Hauptaufgabe bei den Bayern, wenn du vorne drinne spielst. So, jetzt ist aber das andere wieder, dann diese Kehrseite, dieses Positive. Ich meine, Sané, Gnabry, Werner, da kannst du ja auch rotieren lassen. Also jetzt mal so gesehen, ne? Ja. Du hast dann zwar nicht mehr das, was du mit Lewandowski hattest, aber wenn Werner auf den Flügel geht, dann zieht halt ein Gnabry mal rein. Weißt du, was ich meine? Also das wäre ja auch so ein, okay, mit der Nationalmannschaft verknüpft, ne? Weil das werden wir bei der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch sehen. So, und ja, warum nicht? Aber das ist ja, also das ist ja gerade dieser Riesenvorteil, was Bayern ja auch dann ein bisschen anders. Damals hatte in der Trippelsaison 2013 viele Nationalspieler, viele wichtige Spieler mit Schweinsteiger, Lahm, Neuer, Ja. Thomas Müller, die Leistungsträger, die aus der Nationalmannschaft dann auch bei den Bayern spielen. Und so wäre es dann ja auch wieder ein neues, junges Team.
bei der Nationalmannschaft angetrieben von irgendwie, weiß nicht, alten Bekannten wie Thomas Müller und das dann beim FC Bayern. Die Mannschaft besteht ja sowieso eigentlich nur noch aus Deutschen und Franzosen. Und dann hast du da nochmal irgendwie den Lewandowski reingeworfen. Und na gut, Davis zählt nicht, der kann ja auch wahrscheinlich Französisch sprechen als Kanadier. Ja. Das ist schon echt irre. Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, außer du hast noch eine heiße Personalie, die wir besprechen, wär's das von meiner Seite sonst erstmal. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir so bei den Beinen geblieben sind, würde ich das auch so dabei belassen. Sehr gut. Ey, es war ein Hammer Talk, hat sehr, sehr Bock gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die Zuschauer auch das hier sehr genossen haben, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Und das hoffe ich auch. Dann guckt euch jetzt unbedingt das Video auf Nikos Kanal an. Ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir auch generell über die Bundesliga-Situation gesprochen. Gibt auch ein paar ganz, ganz heiße Informationen zu mir als Person. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich bedanke mich für euch. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, die ihr das jetzt vor Weihnachten seht. Aber Nico, das letzte Wort hast du. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es am Ende dann doch alles rund um den FC Bayern war. Das war ja so nicht vorher abgeplant. Aber so ergibt sich das auch manchmal. Und das sind, glaube ich, die besten Videos, wenn so ein bisschen Spontanität mit dabei ist. Ich fand es cool. Mir hat es Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall auch von meiner Seite fürs Zusehen. Und natürlich würde mich freuen, wenn ihr das Video auch auf dem Zweitkanal abcheckt. Geht übrigens da hauptsächlich dann um Lia. Das kann man auch mal so sagen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Haut rein.